Ja, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen, meine Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, nachdem meine Vorredner jetzt die beiden letzten Reden hatten hier im Haus, möchte ich einfach von meiner Seite aus und auch wahrscheinlich im Namen meiner Fraktion Ihnen beiden danken für die gute Zusammenarbeit. In der Tat, es hat Spaß gemacht. Nicht immer waren wir einer Meinung, aber ich denke, in der Sache haben wir immer versucht, das Land voranzubringen. Der gute Wille war vorhanden. In diesem Sinne herzlichen Dank für die Zusammenarbeit und Ihnen persönlich weiterhin alles Liebe und Gute. Ich habe auch eine gute Nachricht. Ich hoffe, dass es nicht meine letzte Rede sein wird, sondern ich bewerbe mich wieder um einen Sitz hier im Hohen Haus. Insofern hoffe ich, dass ich auch weiterhin an dieser Stelle dann zu Ihnen sprechen darf. Nicht in dieser Periode, aber dann hoffentlich in der nächsten. Und ich hoffe, dass ich dann gemeinsam wieder mit Ihnen, mit den meisten von Ihnen, dann unser großes Projekt, auch Energiewende, mit voranbringen darf. Aber der Staatssekretär hat vorhin zu Recht eingeleitet, dass man auch an dieser Debatte hier mal eine kleine Bilanz machen kann, was wir die letzten Jahre gemeinsam energiepolitisch erreicht haben. Und die Frau Bulling-Schröter, bei aller Nähe und auch dank der Zusammenarbeit, hat schon auch ein paar Dinge wieder gesagt, die mich auch wieder geärgert haben, weil sie haben gesagt, gedrosselt, gedeckelt, es wurde Energiewende abgewürgt und das Gegenteil ist der Fall, liebe Frau Bulling-Schröter, das Gegenteil ist der Fall. Die erneuerbaren Energien haben die letzten Jahre einen enormen Zubau erfahren. Allein in dieser Legislaturperiode haben wir von 2013 bis 2017 40% zugebaut. Haben jetzt einen Anteil im Stromerzeugen von 33%. Das ist ein Zubau, der einzigartig ist in der Welt im Übrigen für so eine große Industrienation wie wir. Und in diesem Jahr, manche mag es freuen, manche aber auch nicht, haben wir nochmal einen Zubau von Onshore-Wind von wahrscheinlich 5000 Megawatt. Auch das wird wieder ein Rekord sein. Insofern sind wir, was den Zubau angeht, sind wir spitze und ich glaube, die erneuerbaren Energien gehen weiter ihren Weg. Und wir haben in dieser Legislaturperiode auch wichtige Weichen gemacht der Systematik. Wir haben jetzt gesagt, wir wollen die Ausschreibung voranbringen. Ein ganz, ganz wichtiges Projekt, wo wir schon lange dafür gekämpft haben. Und wir haben es geschafft, dass jetzt in der Ausschreibung und im Zubau mehr Markt vorhanden ist, dass wir punktgenauer zuschreiben und dass 80% der zukünftigen erneuerbaren Energien in die Ausschreibung gehen und damit der Preis nicht mehr vom Deutschen Bundestag festgesetzt, sondern vom Markt festgesetzt wird. Und was das bedeutet, haben wir doch bei der Offshore gesehen. Noch vor einem Jahr haben wir 18 Cent für die Kilowattstunde gezahlt und heute haben wir Gebote von 0 Cent. Das zeigt, dass der Weg in die richtige Richtung geht und auch da enorm viel Potenzial ist und wir auch entsprechend hier auch die Wirtschaftlichkeit wieder stärker in den Fokus stellen. Wir haben auch einen weiteren Punkt gemacht, die Energiewende intelligent gestaltet, Digitalisierung vorangebracht mit einem ganz großen Paket. Auch das ist, was uns entsprechend, glaube ich, in die richtige Richtung führt. Und da mein Kollege Fuchs heute Morgen ja sehr impulsiv auch das Thema der Bezahlbarkeit in den Mittelpunkt gestellt hat, weil wir als Industrienation auch weiter auch zukünftig bestehen wollen, ist es mir auch wichtig, dass wir auch da weite Punkte geschafft haben. Wir haben gesagt, es macht doch keinen Sinn, dort erneuerbare Energien aufzubauen, keine Netze vorhanden sind. Deshalb haben wir gesagt, wir wollen die Synchronisation von Netzen und erneuerbaren Energienzubau besser zusammenbringen und haben da auch definiert, dass es Netzausbaugebiete gibt und haben dort in der Tat auch den Zubau gedrosselt. Wir haben die Ostseequote eingeführt, haben gesagt, wir müssen Tranchen von der Nordsee in die Ostsee reinschieben, dass auch da eine bessere Wirtschaftlichkeit des Zubaus erfolgt. Auch das waren schwierige Diskussionen, aber ich glaube, es war richtig, dass hier, wie gesagt, nicht Energiewende, egal was es kostet, gemacht wird, sondern Energiewende dort, wo es Sinn macht und auch dort, wo es wirtschaftlich auch bezahlbar auch gestaltet wird, dann umgesetzt wird. Ein weiterer Punkt, Energieeffizienz, wird immer gesagt, passiert nichts. Ich will auch noch mal die Debatte nutzen, um zu sagen, dass wir 17 Milliarden Euro bis 2020 in Energieeffizienz investieren. Auch das ist Rekord. Wir haben da ein paar Baustellen, das Gebäudeenergiegesetz, da müssen wir noch was tun, steuerliche Anreize, haben wir nichts geschafft. Auch das ist ärgerlich, aber ich will keine Schuldigen jetzt ausmalen. Ich glaube, diese schwarze Peterspiele bringen auch nichts. Ich glaube, wir müssen da noch mal Hausaufgaben dann in der nächsten Wahlperiode angehen. Und ich will einen dritten Punkt ansprechen, die Kraft-Wärme-Kopplung. Und ich will diesen Punkt auch deshalb beschreiben, weil es auch beweist, dass das Parlament auch gegen die Regierung auch durchaus mal sich behaupten kann. Es wurde leider vom Ministerium sehr stark die KWK angeschossen. Die KWK wurde versucht zurückzudrängen. Aber wir im Parlament haben gesagt, wir wollen auch zukünftig KWK haben. Das war richtig. Wir hätten da durchaus auch noch mehr machen können. Aber es zeigt, dass wir auch als Parlament richtige und wichtige Schwerpunkte setzen. Und mit dem heutigen Tag gehen wir zum weiteren Schritt in der Energiewende. Nämlich beim Thema Mieterstrom gehen wir gemeinsam voran. Ich bin etwas irritiert gewesen ab der Pressemitteilung von Kollegen Westphal und Saathoff, die sagen, auf Initiative der SPD-Bundestagsfraktion kommt dieses Gesetz. Ich
dachte immer, dass wir gemeinsame Initiativen hier machen, dass wir auch gemeinsam voranschreiten. Das war auch übrigens ein Projekt des Koalitionsvertrages. Insofern sehe ich es ein bisschen als unkollegialer Akt, aber es gibt ja da auch noch andere, die etwas noch größer sind. Aber ich sehe es als gemeinsames Projekt, das wichtig ist, das wir auch voranbringen müssen. Wir wollen die Energiewende auch in die Städte holen und ich glaube, dass es auch da ein ganz, ganz entscheidender Schritt vorangeht. Ich habe es in der letzten Rede auch schon gesagt, wenn man mal sieht, wo die Solaranlagen zugebaut wurden die letzten Jahre und wo nicht, dann gibt es da ein krasses Missverhältnis. Altötting, der wunderschöne Landkreis im Süden unseres Landes mit 108.000 Einwohnern, hat 182 Megawatt Solarenergie zugebaut. Berlin hier mit 3,5 Millionen Einwohnern nur 124 Megawatt. Da sieht man, dass hier wirklich ein Missverhältnis besteht. Deshalb ist es richtig, dass wir auch beim Mieterstrom jetzt vorangehen. Mieterstrom ist heute schon günstig, 11 Cent günstiger als normal. Es ist netzentgeltbefreit, es ist stromsteuerbefreit, aber noch nicht wirtschaftlich für diejenigen, die es umsetzen wollen. Deshalb hauen wir jetzt noch mal, oder packen wir noch mal 2,2 bis 3,8 Cent je Kilowattstunde obendrauf, um dann vor Ort die Anreize zu schaffen und Mieterstrom möglich zu machen. Die Potenziale sind groß. 3,8 Millionen Haushalte können, wenn sie wollen, daran teilnehmen. Und es wird auch dazu führen, dass durchaus der Solarausbau, der ein bisschen niedriger ist als unsere Zielkorridore, dass der auch angereizt wird. Auch das ist ein ganz, ganz entscheidender Schritt, um Glaubwürdigkeit in der Energiewende und im Ausbau auch zu erzielen. Drei Punkte waren uns im Gesetzgebungsverfahren wichtig, die ich einfach noch kurz spiegelstrichartig nennen will. Das erste ist, wir wollen die Kosten für die Verbraucher deckeln. Wir wollen, dass die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, wie bei vielen, vielen anderen Projekten. Jetzt haben wir gesagt, wir wollen den großzügigen Deckel von 500 Megawatt einbauen und wird dann auch entsprechend maximal 370 Millionen Euro für die Verbraucher, die nicht daran teilnehmen, kosten. Das war ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Der zweite wichtige Baustein ist, dass die Mieter eine Vertragsfreiheit haben, dass nicht der Vermieter, der Eigentümer letztendlich dann dem Mieter vorschreiben kann, welchen Strom er abnehmen muss. Auch das war, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch aus der Anhörung herauskam. Und der dritte Punkt ist, dass die Eigentümer mit ihren Gebäuden dann auch räumliche, also Gebäude in der räumlichen Nähe nutzen können. Das Carport, ein Anbau, dass der auch entsprechend mit eingebunden werden kann, inklusive dann vielleicht sogar einer Elektrotankstelle im Keller oder beziehungsweise in der Garage. Auch das sind ganz, ganz wichtige Bausteine gewesen, die wir noch im Gesetzgebungsverfahren weiter eingebaut haben. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, ich glaube, der Mieterstrom ist eine weitere Chance für den Ausbau, für die Energiewende. Das Gesetz ist klug, vernünftig und auch wirtschaftlich ausgestaltet. Und ich glaube, dass wir, wie gesagt, einen weiteren wichtigen Schritt gehen. Und deshalb werden wir natürlich dem Gesetz auch zustimmen. Die Energiewende wird uns weiter beschäftigen. Es ist ein riesengroßes Technologieprojekt, wahrscheinlich das größte Technologieprojekt unserer Zeit. Insofern glaube ich, dass wir auch die nächsten Jahre, Jahrzehnte wahrscheinlich noch spannende Debatten zu diesem Thema führen werden. Herzlichen Dank. Das Wort hat die Kollegin Dr. Julia Verlinden für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen.